Du bist ins Gleisbett einer U-Bahn gefallen und die Bahn ist schon am Einfahren. Was tun? Der erste Gedanke ist vermutlich, wieder auf den Bahnsteig zu krabbeln. Kann aber gut schiefgehen. So ein Bahnsteig kann ziemlich hoch sein, vor allem wenn du es nicht bist. Und mit Panik wird sowieso alles noch schlimmer. Gilt auch für andere Dinge im Leben. Also immer cool bleiben. Apropos Panik. Dich aus Panik auf die gegenüberliegenden Gleise zu retten, kann dir mit etwas Pech ebenfalls den ganzen Tag versauen. Entweder bemerkst du nicht den entgegenkommenden Zug oder du stolperst über diese Spaßmacher. Die sogenannten Stromschienen mit einer Spannung von bis zu 1500 Volt. Also, was tun? Bahnsteige haben im Regelfall einen Schutzraum unterhalb der Bahnsteigkante. Auch Rauchnische genannt. Rein da und lautstark auf dich aufmerksam machen. Ich persönlich empfehle, ohne jegliche Haftung übernehmen zu wollen, einen Chartsong zu singen und dabei um Hilfe zu rufen. 'Cause I love you for infinity. Hilfe! I love you for infinity. Zieh mir mal hier mal die Notbremse, oder was?